Hola y bienvenidos por el nuevo episodio de Super Carne Hermano? Also Hermanos Bruder. Hijo! Ich glaube, das ist Sohn. Egal, ihr wisst ja, mit mir, dem Terminus. Wir spielen nicht, weil ich erst ins Fenster klicken muss. Es geht los. Ich weiß nicht, Super Meat Boy steht dort, Alter, besser. Haben wir das nicht letztes Mal schon gesehen? Das kenne ich. Brownie. Das letzte Mal haben wir ja irgendwie Fetus besiegt. Aber ist nicht ganz so gelaufen, wie wir wollten. Zeitreise bzw. Zeitsprung. Und jetzt All und Glibberglue. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Meat Ninja. Bandit Ripper. Wieso? Also. Wenn ich alt werde, bin ich einfach alt. In Familienumständen, wenn du Kinder und Enkel bekommst, bist du halt ein Opa. Junge Vater Opa. Jung. Zu alt. Wenn Meat Boy älter wird, wird er nicht älter, er wird zu einem Ninja oder was? Er ist halt Boy, Man, Ninja oder was? Verstehe ich nicht. Komm ran. Mach es. Ich spiele ja dieses Spiel. Man hat nur zwei Knöpfe, soweit ich weiß. Hui, ja. Okay. Da war dumm. Ich habe mein Auge gekratzt. Egal. Bisher sieht das nicht gar nicht so schwer aus. Ein paar simple Sprünge und Duckies. Aber wir kennen das Spiel. Es wird schwerer, gar keine Sorge. Nämlich. Kann ich das zielen? Indem ich nach unten drücke, kann ich es drehen. Wieso nach unten? Wieso nicht einfach vernünftig? Oh? Ist das nicht das durch Mauern gehen? Okay. Habe ich das jetzt gebraucht? Weil ich glaube nicht. Vielleicht schon. Aber wieso soll ich dann wieder nach links jetzt mal? Ganz Ernesto. Weil es irgendwann was lang geht. Ah, okay, ich verstehe. Du willst jetzt das hier. Und dann kannst du damit... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube da oben lang. Halt. Nein, ich will nicht hier rein. Das Problem ist, ohne meine extra Bewegung da hochzukommen, ist tatsächlich nicht einfach. Bin ich aber hin. Irgendwann. Vielleicht. Folge 9. Die letzte Folge habe ich auf. Das ist mega schwer. Ich weiß nicht, wie ich da springen soll. Habe ich aufgenommen. Also die ersten 9, besser gesagt, habe ich relativ knapp hintereinander aufgenommen. Scheiße. Und vielleicht ist das der. Okay. Und jetzt habe ich sozusagen schon eine Weile nicht mehr gespielt. Das ist doch Code! Wie soll ich? Es geht bestimmt, aber es ist Ärger. Licht. Los geht's. Was ist, wenn ich nach oben will? Aha! Okay, verstehe, das geht. Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass ich deswegen richtig viel Kack Yes 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 bauen werde. Okay. Soll das so? Ich meine, ich kann wieder umdrehen. Oh, ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Ganz alte Mario-Taktik. Wir kleben jetzt hier an der Wand. Machen hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Ist gar nicht so schwer zu verstehen. Ich bin noch nicht so smart. Hui.
hört das Level auf. Oh Gott, okay. Die schwarzen Löcher haben zum Glück eine gewisse Gravitation. Wie zu erwarten von schwarzen Löchern. Da lang. Sieht so aus. Da gibt es bestimmt irgendein Secret, was ich mit den Dingern erreichen kann. Oh, die gehen nicht kaputt. Dann sollte ich da wahrscheinlich auch gar nicht alle anditschen. Sekunde mal. Fuck, nope. Dumm. So dumm. Problematisch. Ja, aber hier ist die Power nicht mehr, aber ich kann nichts machen. Wenn ich das einsetze, ist die Power weg. Du bist aber auch der schlechteste Meat Ninja, den ich kenne. Und tatsächlich kenne ich gar nicht so viele. So, jetzt sind wir hier drüber. Da. Und zack. Easy peasy. Peng. Will ich das Ding nochmal haben? Weiß ich ja nicht. Nee, will ich nicht. Okay, easy. Okay. Jetzt müssen wir ein paar Mal öfter drauf achten. Mal der gute Fötus so mal. I see. Das wird ganz bestimmt nicht ganz schrecklich. Hä? Okay, das verlangsamt ein bisschen die Zeit. Oder so. Weil es kann sein, dass der Fötus... in so einer Zeitspirale gefangen ist, weil wie man gerade gesehen hat, der war in so einem Ding. Okay, die gehen wieder nach oben. Das ist schwierig, weil ich mir auch nicht sicher bin, wie weit muss ich stallen. Das war zu viel. Und was überlebe ich? Ich könnte den einen Stein da unten lassen für ein bisschen Safekeeping. Das ist machbar. Okay, die bauen sich wieder zusammen. Das ist, was ich brauche. Easy. Das habe ich nicht verstanden. Ich kann dann nicht hoch, aber wahrscheinlich muss ich gegen Candy da hoch. Aua, der war richtig schlecht. Ich glaube, den will ich nicht schlagen. Stattdessen will ich den schlagen. Den schlagen. Und easy. Ich glaube, das war auch nicht ganz so gewollt, weil sonst verstehe ich die letzte Mauer nicht. War das gerade das Eichhörnchen da hinten? Ich habe auf gar nichts geachtet, was ich achten wollte. Was hast du? Das sind I understand. Das ist nicht, was ich will. Ich glaube, ich muss ein bisschen... Wow! Mich beeilen. Einmal da. Oben! Die Level sind ganz cool. Ich weiß, verrückt. Ha, hu, ha, he. Sicherlich. 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 Whoops. Welches nicht stacheln, das wäre schon peinlich gewesen. Nein. Ah, oh, zum Glück bin ich so unglaublich dämlich. Sonst wäre er jetzt dumm gewesen. Peng. 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 Ich hasse alles. Uno, dos, tres, cuatro.
Nein. Hätte ich die Krabben treffen müssen für mehr Speed? Man weiß es nicht. Ich kann. Aber ich kann auch einfach gegen die Mauer fliegen und das ist mega dämlich. Das war auch cool. Easy. Das ist nicht gut. Da war nicht richtig. Da muss ich von oben drauf hauen. Das heißt, ich darf die Passage nochmal machen, die ich nicht verstehe. Beim letzten bin ich mir echt unsicher. Das habe ich mal wieder nur mit Glück geschafft. Verstehe ich jetzt nicht mehr. Wie? Nintendo Wii U, Junge. Nee, verstehe nicht. Dieses klassische, ich hab's einmal geschafft und schaff's dann nicht mehr. Ich könnte natürlich. So schnell kann ich kaum drücken. Es müsste möglich sein. Oh Gott, okay, easy. Und da muss ich von oben drücken. Hüpf, hüpf. Okay. Von oben. Okay, die Zeitdinger brauche ich, das absolute Frechheit. Die Zeitdinger will ich nicht. Okay, da hätte ich einen höheren Sprung machen können, aber es gibt schon Sinn. So weit wieder. Und dann nicht zu flott dagegen. Hat er! Hat es matte Smoothie, weißt du was? Ich nehme die einfach mit. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt kann ich Zeitdinger einsammeln. So easy wird das sein. Vielleicht doch einen. Gar kein Problem. Das war mega dumm. Ich weiß nicht, warum ich meinte, der muss nach unten. Ich glaube, wir schaffen ein Level in der Folge. Aber das seid ihr ja gewohnt. Ha! Oh, warte, hab ich. Hä? Ich glaube, so war das nicht geplant. Ich glaube, die wollten, dass ich da nochmal nach links gehe. Irgendwas ist komisch mit unserem kleinen Fötus. Unsicher. Halt! Weil Level ist doch voll okay. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann mal bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wo wir bestimmt nochmal 3 Level schaffen und dann nur eine Folge lang einen Boss machen. Genau! Naja. Discord-Link in der Beschreibung. Bye bye! Ich bin ein bisschen müde, habt ihr das gemerkt? Ich merk's.